Hallöchen, heute habe ich leckere Tacos mit Hähnchenfüllung für euch. Die sind ganz einfach zu machen und schmecken einfach unglaublich lecker. Wir fangen jetzt auch schon sofort mit den Zutaten und der Zubereitung an. Und zwar benötigen wir Mini-Tortillas, dann brauchen wir noch Gemüsenachwahl zum Belegen, wie zum Beispiel Salatblätter, Tomaten, Karotten, Frühlingszwiebeln sowie Jalapenos. Wir bereiten gleich einen Dip zu, also eine Soße. Dann brauchen wir noch Hähnchenbrust, die habe ich bereits in mundgerechte kleine Stücke geschnitten. Wir brauchen einige Gewürze, Tomatenmark, Zwiebeln und Knoblauch sowie etwas Öl zum Bestreichen der Tortillas und von der Chili-Soße. Und die findet ihr auch im türkischen Supermarkt. Zuerst bereiten wir die Taco-Schälchen zu und dafür werden die Tortillas von beiden Seiten mit etwas Öl bepinselt. Anschließend werden sie dann einfach über die Streben des Backofengitters gehängt und dann kommen sie so in den kalten Backofen und zwar bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten und werden gebacken. Nach dem Backvorgang die Taco-Schälchen auf dem Ofengitter bei geöffneter Tür abkühlen lassen, damit sie die Form behalten und fest werden. Und für die Soße benötigen wir griechischen Joghurt, Schmand oder Crème fraîche und Schnittlauch sowie Petersilie, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Einfach alle Zutaten zusammen vermischen und dann schon mal auf Seite stellen. Weiter geht's mit der Füllung. Übrigens könnt ihr die Füllung während des Backvorgangs schon mal zubereiten. Und dafür werden zuerst die Hähnchenbruststücke in einer heißen Pfanne mit dem Öl scharf angebraten. Anschließend kommen Zwiebel sowie Knoblauch dazu, das Ganze dann bitte kurz mitbraten und dann kommen Tomatenmark sowie die scharfe Chilisauce hinein und die Gewürze ebenfalls. Das Ganze dann kurz untermischen und weiterhin braten und anschließend dann zu guter Letzt mit dem Wasser ablöschen und das Ganze dann kurz köcheln lassen und dann ist unsere Füllung auch schon fertig. Nach dem Auskühlen sehen die Taco-Schälchen so aus. Die sind schön standfest und man kann sie dann beliebig befüllen. Und ja, jetzt könnt ihr einfach mit den ganzen Zutaten die Taco-Schälchen befüllen und zu guter Letzt dann mit der Soße garnieren. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Rezept. Ich hoffe, euch hat das Video sowie das Rezept gefallen. Und die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich hoffe, wir hören uns in meinem nächsten Video. Bis dann!